Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Ja, ich war oder bin etwas leicht verwirrt. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Und zwar, erstens müssen wir nochmal zurück unser Luftschiff holen. Das ist ja bei deinem anderen Höhlenergang. Das war mir das letzte Mal auch klar. Ich bin trotzdem zu Fuß jetzt hierher gelascht. Dann bin ich mir nicht sicher, ob wir diesen komischen Skelettschlüssel gefunden haben und jetzt sinnlos hier vorm Schloss stehen und der Vater kann uns eh nicht helfen. Werden wir aber gleich erfahren. Und als drittes wurde uns gesagt, dass wir jetzt Berufe erlernen können. Da ich das Spiel noch nie gespielt habe, habe ich mich ein bisschen informiert, so im Nachhinein. Und hier kann man unter Berufen jetzt tatsächlich wählen, was wer werden soll. Leider aber ohne Erklärung. Also habe ich alles nachgelesen, was welcher Beruf denn eigentlich so bedeutet. Und dann kann man die auswählen. Man kann sie aber auch wieder ändern. Und dementsprechend ist es dann irgendwie nicht ganz so schlimm. Das machen wir noch. Jetzt gehen wir erstmal rein ins Schloss. Und jetzt will ich wissen, genau, ob sich das gelohnt hat. Ihr seid zurück. Ingus. Prinzessin Sarah, ich bin froh, dass ihr in Sicherheit seid. Wir müssen nun den Ring in der heiligen Quelle reinigen. Das sollte den Fluch aufheben. Die heilige Quelle befindet sich unterhalb des Schlosses. Lasst uns eilen. Ja, folgen wir ihr wie einem Windhauch. Prinzessin Sarah wirft den Ring ins Wasser. Der Fluch ist nun aufgehoben. Ihr solltet mit Vater sprechen. Das ist ja toll. Es ging ja schnell. Zack, reingeplatscht. Da ist er ja. Ihr seid zurückgekehrt. Euer Mut hat das Königreich gerettet. Ich bin euch zutiefst dankbar. Vielen Dank, Euer Majestät. Doch wir müssen aufbrechen. Wir sind jetzt Krieger des Lichts. Krieger des Lichts? Ingus, musst du auch gehen? Ja, Euer Majestät, es tut mir leid. Ich verstehe. Dann gehabt euch wohl. Ich setze meine Hoffnung in euch. Euer Majestät? Nehmt dies. Es wird sich auf eurer Reise als nützlich erweisen. König Sasune überreicht der Gruppe ein faltbares Kanu. Toll, ein faltbares Kanu. Wie cool. Noch was? Nun brecht auf dass ihr eure Aufgabe erfüllt und heil wieder zurückkehrt. Okay. Dann gibt es noch etwas, was ich rausgekriegt habe. Und zwar habe ich mich immer gewundert, wo diese Gänge hier sind. Und ich glaube, die können wir wieder zaubermäßig finden, Leute. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Die vielleicht auch so zu suchen. Und das machen wir jetzt mal. So. Irgendwo muss es hier noch weitere Wege geben, die man nur findet, wenn man wieder so komisch hier so Neo. Ja, okay. Hier nicht. Hier vielleicht. Hier glitzert da irgendwas. Ich will den Weg finden. Zu den Truhen. Ich habe mich immer gewundert. Bestimmt über die Türme. Kann ich mir gut vorstellen. Dann gehen wir da eben nochmal hin. Macht ja nichts. Guck mal, die leben jetzt alle ganz normal wieder. Ist das nicht witzig? Seit wir klein sind, übertriffst du mich. Vielen Dank, Krieger des Lichts. Ihr habt uns alle gerettet. Ja, unwichtiger Statist. Dann machen wir das mal hier über diese Türme. Geht's noch näher? Ach. Wir werden angegriffen, macht aber nichts. Irgendwo muss es Durchgänge geben. Irgendwo habe ich das gelesen gehabt mit Mauer und was weiß ich. Und dann mit ranzoomen und dann findet man die. Warum sind die jetzt so stark? Die haben sofort zu sterben. Tja. Voll die Heldentruppe. Yeah, wir sind unbesiegbar. So, hier vielleicht.
Jetzt glitzer doch mal. Oh Mann, oh. Dann ist es vielleicht doch nicht im Turm. Bam. So. Gut, ich will mich nicht zu lange aufhalten. Ich will nur diesen dusseligen Weg finden. Oh. Ja. Was auch ein bisschen blöd ist, dass man immer alle angreifen lassen muss. Und es, wenn ich weiß, ich brauche nur, was weiß ich, zwei Leute, mal angenommen, dann muss ich aber trotzdem alle vier auswählen. Und das ist immer auch doof. Nee, so. Hier habe ich noch nicht geguckt gehabt. Hier vielleicht. Och Leute, ich muss auch mal gucken können. Man muss auch mal gucken können. Man kann nicht immer nur kämpfen. Ne? Einmal sich die Mauer angucken darf man ja wohl mal. So, einer ist schon mal weg. Der zweite ist weg. Ja, das meine ich. Jetzt muss ich halt alle vier angreifen lassen, damit es überhaupt weitergeht. Ich erinnere mich gerade so an die Final Fantasy 8 Sequenzen, wenn man dann schon den Controller an die Seite legen konnte, weil es so lange gedauert hat, mit den GFs die zu beschwören und so. Ja, das war manchmal dann sehr lang. Hatte man manchmal als Spieler gar nichts zu tun. Man könnte auch die ganze Zeit das ganze Spiel nur in diesem Turm verbringen, weil man die ganze Zeit angegriffen wird. So viel angegriffen wird, dass ich schon fast sagen muss, etwas zu too much. Ja, und mein Spiel fängt jetzt an zu ruckeln, ne? Einfach mal so zwischendurch ein bisschen random ruckeln. Voll übertrieben gerade. Ich hoffe, das hört noch wieder auf. Wenn es nämlich ja immer anfängt, hört es manchmal nicht mehr auf. Jetzt mach hin, ne? Voll so Zeitlupe kämpfen auch noch, weil es so, ja. Weil es ja nicht nervig genug ist mit den Kämpfen, können wir das Ganze uns jetzt auch noch in Zeitlupe angucken. Ganz langsam. So, einmal kurz einfach Aufnahme an- und ausgemacht. Kann manchmal Wunder wirken. Yeah! So. Komm. Weg hier. Wo ist denn das? Das muss doch irgendwo sein. Vielleicht ja hier. Kann man nicht ranzoomen? Hä? Warum ruckelt das so? Es nervt. So. So. Ich glaube auch eher, dass es irgendwo drinne ist und nicht hier so außen. Deswegen gehe ich lieber nochmal rein. Ich gucke lieber nochmal drinne. Wir haben ja noch nicht im Thronsaal richtig geguckt gehabt. Ich hätte jetzt auch immer gedacht, bei diesen Statuen, ich will mich jetzt aber eigentlich gar nicht so lange aufhalten wegen ein paar blöden Kisten, aber irgendwie will ich es auch wissen. Weiß ich nicht. Oh, das nervt. Ich meine, hier sieht man die Kiste nicht. Hier sieht man sie ja wenigstens. Wo soll das denn sein? Hä? Ich will zu den geheimen Kisten. Das Schwert,
Das Schwert schlechter, der Fluch der Untoten wird im obersten Stockwerk des Westturms aufbewahrt. Das haben wir ja schon, ne? Hier ist die Wand bröckelig. Ein eindeutiges Indiz. Mit dieser heroischen Musik hier die ganze Zeit auch noch irgendwie im Hintergrund, während ich diesen Eingang suche. Hier kann man ja durchgehen. Hey, ich habe eine Kiste gefunden. Die Truhe enthielt Phönixfeder. Ja, das hätte ich mal vorher gebraucht, Leute. Hier sind die Wände bröckelig. Hier kann man durchgehen. Yay, ich habe einen Weg gefunden. Endlich, die Truhe enthielt 1000 Gil. Und? 1000 Gil. Ganz viel Geld. Wo sind wir hier? Yeah. Was ist da? Einfach nur ein Raum mit Wasser? Voll der schöne Pool hier, aber irgendwie brauchen wir das jetzt nicht. Es war tatsächlich die bröckelige Wand. Was ist denn jetzt hier mit dem Wasserraum? Gehe ich nicht. Und da ist nichts, okay. Und hier oben? Das war doch noch nicht alles. Hier sind nämlich die anderen. Enthielt Lederschild. Und? Eis. Cool. Oh, hier geht's ja noch weiter. Huch. Wo sind wir denn hier? Wir sind im Nichts. Der Programmierung. Wir sind in der Matrix. Tatsächlich. Hui. Was war das jetzt? Bronzekrallen. Also dafür, dass der Gang hier so geheim ist, hätte man ja wohl noch ein bisschen was Cooleres finden können. Das ist voll witzig, hier in Nichts der Matrix rumzulaufen. Witzig. Lustig. Ich kringel mich. So, war's das jetzt? Dann gehen wir mal wieder. Wir müssen ja auch unser Luftschiff mal holen. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel gerade los ist hier. Wartet! Jetzt kommt die Olle, ne? Ja, sag ich doch. Entschuldigung, aber es war so klar. Das ist Prinzessin Sarah. Ja, seid vorsichtig. Versprecht mir, dass ihr zu Besuch kommt, wenn eure Aufgabe erfüllt ist. Tschüss, Prinzessin. Tschüss. Bei meiner Ehre, holde Prinzessin. Wir werden wiederkommen. Ich dachte, die kommt jetzt als Heilerin mit. Und gehört jetzt zur Gruppe. Ach, Ingo, ist ja nicht so traurig. So. Wo geht's jetzt hin? Ich würde sagen, wieder zurück ins Dorf, weil die sind ja jetzt alle wieder befreit. Und wir wissen ja hier, dass sie auch gar nicht irgendwie... Hier, mal hier, da sind ja alle befreit, jetzt gehen wir da mal hin. Aber sie will ihren Papa nicht sehen. Papa? Refia, dir geht es gut, dem Himmel sei Dank. Weine nicht, Papa. Es gucken doch alle. Das ist mir egal. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Jetzt lass uns nach Hause gehen. Ah, sie will bestimmt... Moment, Papa. Sie will bestimmt zur Heldengruppe gehören. Oder auch nicht. Verlieren wir jetzt alle unsere Leute? Ich dachte, das sind jetzt so unsere Leute, die jetzt fürs ganze Spiel bleiben. Endlich kann ich wieder an meine Arbeit in den Mithrilminen gehen. Ja. Und jetzt sind die Leute hier auch alle da. Yay. Ich habe gehört, dass Mithril besondere Eigenschaften entwickelt, wenn es von einem geschulten Schmied verarbeitet wird. Ui, ja, wir können jetzt hier schöne Sachen kaufen. Kann aber diese heroische Musik mal aufhören, bitte. Es reicht mir mit der Musik. Da ist der Papa. Hab Dank, ich hatte mich schon so an mein Geisterdasein gewöhnt, dass ich mich nach einem geeigneten Spukschloss umsah. Ich mach das alles noch. Ich will nur, dass diese Musik erstmal aufhört und am liebsten auch das Ruckeln, weil ich wette, irgendwas läuft da im Hintergrund bei meinem Rechner gerade. Wieso ist das denn derselbe? Ne?
Nun kann ich wieder arbeiten. Danke, der sieht doch genauso aus wie der Papa. Hä? Ich mach das hier auf jeden Fall noch ganz in Ruhe mit Ausrüstung wählen und Berufe und was weiß ich nicht was. Aber erstmal... Ja, heilen wir uns erstmal. Wuhu! Ja, ja, super. So, lauf mal wieder raus. Ich gehe jetzt mal ganz hier aus dem Dorf raus und gehe jetzt mal zu meinem Dorf. Weil... Ach, Gott sei Dank, endlich. Weil er wurde ja auch losgeschickt und vielleicht müssen wir jetzt erstmal in unser Dorf wieder. Ja, natürlich werden wir auch vorher nochmal kurz angegriffen. Weil, damit wir halt auch nochmal gehört kriegen, ja, hast du super gemacht, Lunes, und neuer Auftrag und so, und jetzt geht's richtig los ins Spiel. Irgendwie so halt. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich die Aufnahme kurz abbreche und gucke, was da im Hintergrund los ist, ey. Ich habe aber keine Lust, immer Cuts zu machen. Cuts machen ist doof. Muss man immer rumschnibbeln im Nachhinein und nee. Wo geht's denn jetzt hier zu den anderen? Warum ist denn hier ein Chocmok? Was macht der denn hier? Willkommen in Mognet, Kupo. Hier können die Mitglieder deiner Gruppe persönliche Briefe lesen. Ach, tatsächlich? Topapa. Ja, das will ich lesen. Wie geht's? Lunes, Ark, wie geht es euch? Ur ist ohne euch nicht mehr dasselbe Dorf. Wir vermissen euch und beten, dass ihr wieder heil nach Hause zurückkehrt. Von Topapa. Das ist doch schön. Ja, rede mit Mog, wenn du ihn in der Stadt triffst, Kupo. Er hat vielleicht einen Brief für dich von einem Freund oder jemanden, den du liebst. Ich frage mich, ob der Fluch, der auf Kasus liegt, schon aufgehoben ist. Ja, ist er doch. Mann. Sonst wären wir doch nicht hier. Mann. Voll der genervte Protagonist. Ach so, hier ist die komische Wiese. Ja, es ruckelt überhaupt nicht im Spiel. Ich kann auch gehen. Ach, wir werden ja auch sogar hier im Dorf immer angegriffen. Habe ich schon wieder vergessen. Was sehr seltsam ist. Yeah, ihr seid alle klasse. Los jetzt. So. Na, was sagst du, Opa? Benutzt du stets die Zoom-Funktion der Kamera, den Jemini? Ja, das hätte ich mal dran denken sollen, ganz ehrlich. Hier kann man aber nichts mehr machen jetzt, ne? Nö. Ja, dann war das doch nicht hier hinten das Haus. Ich weiß es doch nicht. Ich bin doch hier nicht tausendmal rumgelaufen. Ich kann mir das doch nicht merken. Ja, ihr blöden Goblins. Ich töte euch das sowieso alle. Wieso kommen die hier immer wieder? Also, dass die im Dorf sind, finde ich eigentlich ein bisschen nervig, weil draußen sind die ja auch schon immer überall. Und ich finde, in so einem Dorf müssen die nicht sein. Aber das wurde später dann auch geändert. So dass man halt nicht auch noch immer im Dorf auch noch kämpfen muss. Das finde ich sehr ablenkend. Und wenn man gerade so seinen Gedanken nachhängt und, oh ja, wie jetzt zum Beispiel. Und dann, auch wenn man jetzt nicht Let's Plays macht und dabei sabbelt oder so, sondern halt einfach auch dieses, man macht sich überlegt sich, was kaufe ich jetzt ein, wie rüste ich die Leute aus, was weiß ich nicht was. Ich will jetzt mal eine Pause machen. Und dann überall Angriffe. Das ist ja schon ein bisschen, und dann halt so penetrant viele. Lauf jetzt, lauf! So, hier war das auch nicht, dann, wenn du mit Leuten sprichst, öffnet sich manchmal ein Menü und du kannst... Was? Wenn du mit Leuten sprichst, öffnet sich manchmal ein Menü und du kannst ein Item auf sie anwenden. Gib mir doch mal eine Portion. Wieso sollte ich dir eine Portion geben? Ich verbrauche doch jetzt nicht meine Portion. Wo ist denn eine Portion? Wir haben doch gar keine. Hä? Kriegst du nicht. Hast du Pech gehabt.
So, hier war das, diese Höhle, die ich wollte. Hier, sag, guck mal, was ich gemacht habe, ältester Topapa. Deine guten Taten im Kasus will ich loben. Ich wünsche dir weiterhin Erfolg auf deiner Reise. Das war's? Mama, ich werde mich sehr um dich sorgen, mein Kind. Sei bitte vorsichtig. Wenn du Probleme mit der Steuerung hast, sieh dir Steuerungstipps an. Du öffnest sie, indem du die Config... Ja, das hatten wir schon. Ja, ja, muss deiner Mutter immer gehorchen, Junes. Ja, wir haben jetzt hier voll Sieg gehabt, waren siegreich und wo geht's als nächstes hin? Ja, viel Erfolg auf deiner Reise. Tschüss, hau rein, Lunes. Du hast ja nur das Dorf gerettet. Was der älteste Topapa dir erzählte? Ja, der hat hau rein gesagt. Der hat uns viel Glück gewünscht. Der interessiert sich gar nicht für uns. König Sasones Schloss liegt westlich von... Ja, wir waren doch da schon. Das haben wir alles schon gemacht. Ach, Leute, was soll ich sagen? Ach ja, ich wollte das mit den Berufen noch machen. Das mache ich noch eben schnell, bevor ich den Part beenden muss. Und zwar, können wir jetzt überlegen, ob er Krieger, Mönch, Weißmagier, Schwarzmagier, Rotmagier oder Dieb wird. Ich entscheide mich wahrscheinlich bei Lunes für den Rotmagier. Und zwar aus dem Grund, weil der Rotmagier dafür da ist. Der kann halt Magie anwenden, quasi jetzt knapp gesagt, so was ich gelesen habe. Und kann halt Waffen benutzen, hat dafür aber irgendwie nicht viel Lebenspunkte und so am Ende. Aber er kann halt beides machen, trägt irgendwie auch, glaube ich, eher leichte Rüstung und ja, kann halt sozusagen halt zaubern und kämpfen. Während der Krieger halt eher nur so auf eher schwere Rüstung und Schwert und so ist. Und ich finde, das passt halt sehr gut zu Ingus. Deswegen werde ich den wahrscheinlich dafür nehmen. Ich finde halt, Lunes ist ein Krieger, aber in diesem Falle... Soll man wohl, habe ich gelesen, auch einen Rotmagier und Weißmagier wählen. Weißmagier ist der Heiler in der Gruppe und da weiß ich noch nicht genau, wer das werden soll. Ich hätte eigentlich gedacht, Ark wird Mönch. Mönch ist aber jemand, der eher mit seinen Fäusten kämpft und so. Und das finde ich eher weniger passend jetzt für Ark. Und ich habe jetzt eher gedacht, das wäre halt ein hier ein Kämpfer mit Bogen und so. Hab auch kurzweilig gedacht, ob ich ihn zum Dieb mache, aber ich finde, das passt auch gut zu Refia oder zu so einem, ja, zu jemand, der schnell gewandt ist oder irgendjemand Flippiges und so sehe ich Ark halt nicht. Und deswegen werde ich ihn entweder zum Weißmagier machen oder sogar vielleicht später zum Schwarzmagier. Der wendet halt eher von den Feinden die schwarze Magie auch an. Aber wenn ich jetzt gerade sehe, dass die Gruppe sich eh irgendwie auflöst und wir ganz neue Leute dazu kriegen, dann wird es mir vielleicht später auch einfacher fallen, das zuzuordnen. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal... Achso, der Schwarzmagier kann übrigens im Gegensatz zum Weißmagier auch einen Bogen benutzen. Deswegen wollte ich, dass Ark das wird. Weil der kann dann halt auch zaubern und benutzt einen Bogen als Waffe. Und das, finde ich, passt auch ganz gut. Wobei er für mich jetzt nicht der typische Schwarzmagier ist. So, dafür ist er für mich persönlich als Charakter zu schüchtern, von dem, was ich jetzt bisher so gesehen habe. Ja, also mache ich jetzt erstmal Lunes zum Rotmagier. Ja. Keine Ahnung, was das heißt. Der wenn... Okay... Keine Ahnung. Ja. Sieht irgendwie... Jetzt sehen die auch ganz anders aus. Finde ich irgendwie witzig. Dann haben wir jetzt hier Ark. Man kann das ja aber anscheinend immer ändern. Von daher... Mal gucken. Wenn man das wieder ändern kann. Kann man das ändern? Ich will das jetzt nur mal... Ja, okay. Ich kann das... wenn ich will, auch wieder ändern. Da wir jetzt aber nur Ingus dabei haben, muss ich jetzt Ark mal eben zum Weißmagier machen. Weil... Oder... Wir haben ja jetzt keinen Heiler. Oder wir machen ihn halt gleich zum Schwarzmagier. Ja, der Schwarzmagier. Ja, wir machen ihn mal eben zum Weißmagier, weil wir gerade eben keinen Heiler bei uns haben. Mein Gott, der sieht ja aus wie ein Mädchen jetzt. Das ist ja auch ein bisschen peinlich für ihn. Und den Ingus, den machen wir zum Krieger. Das ist doch cool. Das finde ich sehr, sehr witzig gemacht hier. Also das gefällt mir gut, dass man den Leuten so Berufe geben kann, die sich quasi verwandeln in Sailor-Krieger und die jetzt ihre eigene Rüstung kriegen und dass man das aber auch immer wieder ändern kann. Das finde ich sehr, sehr cool. Darauf freue ich mich, wer noch alles kommt und wem wir die Berufe zuteilen. Und doch, da freue ich mich sehr drauf, dass dann immer... denen passende Rüstung zu geben und was weiß ich, sowas mache ich auch immer ganz gerne mal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie er jetzt aussieht. Ich bin Lunes, der Rotmagier. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.